Ja, bin ich. Das ist alles in den letzten 20 Jahren ist das so ein bisschen gewachsen. Vor 20 Jahren hast du deine Kühe mal Nachbar quasi veräussert und hast du noch angefangen werden oben. Inzwischen ist das gewachsen und gewachsen und gewachsen. Wie hast du das Wachstum so wahrgenommen, die letzten 20 Jahre? Ja, ich habe natürlich... Das ist ja sukzessive gegangen. Man ist ein bisschen reingewachsen in das ganze Zeug. Aber was vor allem passiert ist, ist im Laufe der letzten 5 Jahre, wo wir innerhalb von 5 Jahren den Umsatz verfünffacht haben, ist natürlich das Wachstum sehr auch ein bisschen in die Nieren gegangen. Das heisst, man hat es verkraften, organisatorisch und arbeitsmässig und finanziell natürlich. Wachstum kostet immer auch Geld. Aber es ist zum Glück gut gegangen, wir sind auf gutem Weg und ich bin stolz, dass wir heute das Lager machen können. Das ist das letzte Gebäude, das du gemacht hast, im letzten Sommer. He? Also im Februar ist hier noch gar nichts gestanden. Und im August haben wir angefangen abzukühlen und im September haben wir angefangen einlagern. Und das ist natürlich für mich unwahrscheinlich schnell gegangen eigentlich alles. Aber es hätte auch müssen schnell gehen, weil wir müssen ja geernt von diesem Jahr einlagern in diesem Gebäude hinten. Momentan haben wir hier in diesem Lager hinten etwa 5000 Paletten eingelagert schon. Und es können noch mal etwa 2000, knapp 2000 dazu und dann ist es etwa voll. Und ich rechne schon, dass im Laufe der Ernte vom bis zur Schweizer Weihnacht das Lager nachher gestossen voll wird sein. Jetzt sind wir im neuen Teil drin, oder? Ja, da haben wir die Einfahrt der Produkte, die könnten die, das Rolltor geht auf. Wir haben Kontrollen gemacht nachher vom Palett, ob es einpasst überhaupt ins Hochregallager. Nachher wird es übergeschoben, auf den Dreitisch kommt es quer über, weil wir haben alles quer organisiert, die ganze Querladung im ganzen System hinten. Und logistisch, wie ist denn das organisiert? Ja, der Mitarbeiter, der muss gar nichts mehr machen, der tut hinten dran das Nusspalett aufgeben und dann verschwindet es einfach. Der Computer, da ist ein sehr umfangreiches Computerprogramm da, der tut das dann einfach automatisch versorgen, wo es Platz hat. Eigentlich chaotisch, sagt man dem. Und wenn er es wieder holen muss, weiss ja der Computer, wo dann das Zeug ist. Das ist ein Zwischenlager, das du jetzt einfach brauchst? Ja, die Produkte werden da ja gelagert, bis der Kunde die dann abruft. Und du hast noch nie gehabt, dass du etwas produziert hast, zwischengelagert, der Kunde gesagt, wir brauchen es nicht mehr, es ist kein Markt mehr da und so Zeugs. Also das ist nie ein Problem. Ja, das kann es schon geben. Grundsätzlich haben wir aber mit den Kunden Verträge. Und wir produzieren, was vertraglich abgemacht ist. Und so produzieren wir eigentlich nichts gross auf Vorrat, sondern immer der Verkauf ist praktisch schon vor der Produktion. Jetzt das, was du gebaut hast, also das war ja nicht gerade abstangen zum Bauen gewesen. Du hast ja das alles müssen auch ausstudieren, einrichten und so weiter. Wie machst denn du das? Ja, wir haben das ganze System natürlich für uns angepasst. Wir sind ein Produktionsbetrieb und kein Logistikbetrieb. Was dann natürlich auch heisst, wir produzieren zum Beispiel etwa 40 bis 100 Paletten im Tag produzieren. Und somit haben wir relativ grosse Chargen vom gleichen Produkt mit der gleichen Haltbarkeit und allem. Und darum haben wir ein ganz spezielles Lager bauen, das für uns passt und nicht allgemein gültig ist. Da hinten ist Gott vergessen kalt. He? Wie kalt ist es da? Ja, 24 Grad minus haben wir hier. Damit. Das Produkt kann so lange haltbar sein, muss man es mindestens bei minus 18 Grad halten. Und wir haben ein bisschen Reserve einfach noch. Dann gehen wir es wieder raus, gehen wir mal zur Verpackungsmaschine. Die ist schon relativ neu, oder? Ja, die ganze Anlage ist beim Verpacken vor einem 2 Jahren aufgebaut, weil wir mit einem grossen Kunden eine gute Zusammenarbeit abschliessen können. Und wir tun jetzt seit hier alle Produkte, so wie es im Laden letztendlich ist, oder in den einzelnen Läden, in diversen Ladenketten, so tun wir es hier fixfertig abpacken. Da sind wir jetzt gerade am Bio-Erbsen abpacken, wo wir hier haben, neu im Stehbüttel. Wunderschönes Bütteli, 500 Gramm. Und da geht alles vollautomatisch, gell? Mehr oder weniger? Im Bruchteil von Sekunden werden hier Erbsen abgewogen, verschiedene Schalen zusammen. Der Computer rechnet, wie viel Gramm, wie viele Schalen das zusammen genau 500 Gramm geben. Wir müssen ja nicht viel verschenken und so. Und dann wirft er das ab. Es geht durch den Sekundenbruchteil, wird gerechnet. Und unten haben wir genau 500 Gramm. Als wir den Auftrag bekommen, ist es darum gegangen, eine Linie zu schaffen.
wo man pro Sekunde zwei Bütteli machen kann. Vor allem dann, wenn wir kleine Packungen machen, dann müssen wir das, was von der Produktion herkommt, abpacken können. Und das gibt dann pro Sekunde teilweise zwei Bütteli, also mit zwei Maschinen. Momentan läuft nur eine. Somit packen wir unsere Sachen in der Regel alles direkt ab. Also da wäre ein Produkt nachher im Metalldetektor hinprüft. Und wenn es Metall drin hat, dann werden sie unten ausgeschossen. Damit ja niemand auf eine Schraube beißt oder so. Faszinierend ist natürlich, dass aus einer derigen Folie da im Zusammenhang mit der Formschulter und so weiter so ein Bütteli entsteht, direkt auf der Maschine. Mit allem drauf, mit E-Eincode, mit den nötigen Angaben, die es braucht. Da. Und das ist etwa die modernste Verpackung, die man haben kann. Sogenannte Stehbüchse, die man heute im Regal hinstellt und nicht mehr liegen lässt, wie die früheren. Wie viel muss? 12. Ja, Ben, jetzt sind wir hier in deinem Büro und jetzt einfach nochmal die Frage, weil es ein bisschen ruhiger ist, jetzt würde mich nochmal interessieren, wie hast du die letzten 20 Jahre so ein bisschen erlebt? Gibt es spezielle Sachen, die du noch in Erinnerung hast oder ist einfach alles zwischen Stress und Flux und alles einfach so für sich gegangen, dass du gerne so richtig wahrnehmen, was so alles passiert? Ja, nein, ich habe immer sehr genau wahrgenommen, was da ist, aber man hat natürlich vor 20 Jahren, als wir angefangen haben, habe ich sicher Sachen gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde. Nicht, dass sie falsch sind, diese Sachen, sondern dass sie einfach gewisse Sachen rein, würde mir den Stolz heute nicht mehr zulassen. Zum Beispiel Gemüse verkaufen im Supermarkt und Anpreise und Degustationen machen. Und so. Das hast du auch selber gemacht? Ja, habe ich selber gemacht. Teilweise im damals noch im Varo Haag und nachher in allen anderen Varo in der Schweiz. Wo ich einmal samstagweise und Freitag und samstagweise mit einem Kochapparat Rösti gebrötelt und Rüebli gekocht habe und dann den Leuten angepriesen habe, zum Degustieren. So Sachen würde ich natürlich nicht mehr machen. Aber zum Unternehmer sein und zu werden, braucht es das? Muss man so etwas machen? Ja klar, es gibt ja immer verschiedene Stufen vom ganzen Geschäft und am Anfang gibt es halt nur das, dass man wirklich muss durch und die Produkte dem Kunden anpreisen. Ja. Mhm. Wir sehen jetzt so, wir wollen so keine Homestory machen, aber hinterher haben wir noch Kalender, sehen wir Bilder und da macht es der Anschein irgendwie hin und wieder. Und nochmal ein bisschen Zeit für Ferien oder drückt das? Ja, vor allem ja, Ferien sicher auch zwischendurch, aber nicht so viel, das kann ich sagen. Was aber sicher viel Zeit braucht, das sind meine beiden Hobbys, die ich hatte. Auf der einen Seite die Musik und auf der anderen Seite das Rosswagenfahren. Und somit habe ich natürlich, gerade beim Rosswagenfahren, habe ich ja die Familie oder die Kinder mindestens einmal auch dabei gehabt. Somit hat das auch gestimmt nachher. Hin und wieder, gell? Mhm. Also es ist nicht gleich gegangen wie mir, als einmal geheißen, oh, mit dem Vater, jedes Wochenende ein Fest, dann muss man Brot, wo du essen, Zeit hat er nie. Nein, also Sie können ja entscheiden, was sie wollen. Und wenn es attraktiv genug ist, beim Vater etwas zu machen, dann ist das ihr Entscheid. Aber sind wir ehrlich, also Rande Süden und so weiter im Wochenende, also das hat noch nicht unlängst noch ein bisschen zu deinem Job gehört. Ja klar, letztendlich ist ja der Chef immer dort zuständig, wo niemand zuständig ist. Und manchmal halt so ist, dass man so viel Auftrag hat für Rande zum Süden, dass man eigentlich in der Nacht auch noch das muss machen. Dann bin ich halt derjenige gesehen, der dann alle drei Stunden aufgestanden ist und wieder den ganzen Palett Rande gewechselt hat und das nächste wieder reingeschoppt hat in Sudhafen. Ja. Und hier geshoppt hast du auch an Geld und dann ist man mal familiär auch ein bisschen rauner auf die Familie gegangen. Mein Gott, die Investition, die Millionen, holt man das wieder raus, gewisse Ängste oder hat so etwas auch gegeben? Ja, das Schöne ist, dass eine Investition muss sich ja immer rechtfertigen und es hat sich die Investition, jede, die ich gemacht habe, sich eigentlich gerechtfertigt. Mit dem, dass dementsprechende Produkte gekauft worden sind oder der Umsatz hochgegangen ist oder wir können Kosten sparen. Es hat immer Sinn gemacht. Es macht sicher keinen Sinn, zu investieren in eine Metier, die nicht zukunftsträchtig ist. Aber das Essen ist zukunftsträchtig, immer noch.
Ja, schon, aber du musst natürlich auch dementsprechend Leute haben. Also, du musst Felder haben, du musst Bauer haben, du musst verlässliche Abnehmer haben und sonst die noch ein bisschen Zeit für Familie und Entwerfen von all diesen Anlagen, Ideen umsetzen. Also ist ein harter Job, oder? Ja, das ist. Du lächelst jetzt immer ein bisschen durch, gell? Eine Tochter ist ja dann auch hier im Betrieb, sie sitzt hinter den Büro. Weißt du, das Herr sitzt, glaube ich, tät sie noch. Kommt schon mal her. Nur musst du her sitzen. Judith kennen wir ja schon, oder? Judith singt und Judith schlägt eher so ein bisschen dir noch. Und die Tochter schlägt jetzt eher ein bisschen der Ursula noch, gell? Ja, du hast sie reingenommen, so in die Firma. Also, was war so die Idee gewesen? Hast du sie müssen überreden? Nein, wir haben, irgendwann ist halt das einmal zur Diskussion gestanden, wie geht es weiter mit dem Betrieb. Und ich habe gemerkt, dass sie die meisten unternehmerischen Qualitäten hat von unseren Töchtern und auch da will mitmachen. Und dann habe ich ihr das einmal vorgeschlagen, ob sie es machen will. Und sie hat zuerst einmal ist mit der Gabriele Manser geredet. Hast du etwas dazu sagen dazu? Nein, das tun wir das nicht machen. Wir machen dann einen Clip und wir haben ihnen versprochen, sie müssen nichts sagen. Aber wir müssen vielleicht einmal ein bisschen für sie reden. Sie hat eine völlig andere Ausbildung gemacht. Gell? Also sie hat das nicht irgendwie Lebensmittel-Ausbildung gemacht. Ja, das ist ja der Punkt. Oder? Es spielt eigentlich fast keine Rolle. Ja, sie hat Drogistin gemacht. Ich habe übrigens eine andere Drogistin im Betrieb, die jetzt einen sehr guten Job macht bei uns. Und auch Rosina hat Drogistin gelernt. Und das ist sicher eine gute Ausbildung. Aber es ist jetzt ein Quereinsteiger im Betrieb hinten und somit muss ich natürlich einiges lernen. Und wir gehen ja Mitte November gehen wir an die HSG, dort das KMU-Institut, und machen zusammen eine Unternehmerschulung. Ich als alter Hase und Rosine als junge Frau, die da in das Metier dann reinkommt und schlussendlich vielleicht sogar mal unseren Betrieb dann übernimmt. Ja gut, das also bin ich. Die Überredungskünste haben dazu geführt, dass Rosine sich etwas sagt. Jetzt eine Drogistenlehre. Kannst du dich erinnern an deinen ersten Tag hier? Oder vielleicht einmal zuallererst, als ich dich gefragt habe, ob du G steigen. Was hast du so gesagt und gedacht? Ja, also mein erster Tag ist jetzt noch nicht so lange her. Das ist jetzt erst ein Monat. Ich kann mich schon noch gut erinnern. Bis jetzt gefällt es mir und bleibe auch noch. Ja, aber eben, also du bist ja ein paar gut drauf vom Reden her, gell? Du hast kein ganz direkt, du machst das Schauen und so, das ist fast genau wie die Mama. Also ist das etwas, was du gerne gemacht hast oder hast du auch vom Vater gemacht? Das ist ja gleich eine Umstellung, oder? Nein, das habe ich schon lange überlegt, lang und gut überlegt und ist wirklich von mir aus gekommen auch dann. Ich war natürlich froh gewesen, wo mein Vater mich angefragt hat, ob ich das gerne machen würde. Sapramost nochmal. Also, und wenn du das da bist, oder? Das ist ja kein Tag wie der andere. Also, interessant, man muss auch flexibel sein, muss auch belastbar sein. Also, hast du etwas, so dir natürlich in die Wiege gelegt war, nehme ich an, das hast du beim Vater erlebt, oder? Ja, doch. Ich hoffe es. Es ist mir in die Wiege gelegt worden. Und jetzt können wir in die HSG. Also, du bist ein Teil davon, dass man kann sagen kann, also, dass es ein Familienbetrieb ist, dass sich das auch weiterentwickelt, dass nicht mehr die alten Hasen müssen vorne stehen, sondern auch die Jungen. Also, ja, du bist da voll dabei. Was haben die anderen Schwestern gesagt? Die sind alle froh, dass jemand von uns weiterleitet und sind recht, also so wie ich es gehört habe, recht stolz darauf. Und da müssen wir vielleicht jetzt bei der Aufnahme, da sind wir jetzt kurz, bevor der Beni muss den Sonnenbräu ab, also nicht Bier saufen, sondern spielen. Und dort haben wir ja ein gutes Beispiel in der Sonnenbräu, also Claudia Graf, oder, wo ja auch den Betrieb übernommen hat. Also, du könntest dir das vorstellen, vielleicht zusammen mit einer Schwester oder so, einmal da richtig einsteigen und den Betrieb selber zu übernehmen? Ja, doch. Das ist auf gutem Weg. Du kannst die Welt zurücklehnen, ein bisschen Musik machen, dann nochmal ein neues Buch schreiben. Oder wie geht es bei dir weiter? Ja gut, Rosine wird jetzt, sie hockt ja eigentlich vis-à-vis von mir im Büro. Hockst du überhaupt jemanden dort? Klar, ja. Gut, ja. Also sie hockt von mir vis-à-vis von mir und wird jetzt in alle Arbeiten eingeführt. Also zum Beispiel haben wir am Freitag miteinander drei Kunden besucht, wo sie mal gesehen hat, wie das abgeht mit Kunden. Und sie kommt ja von der Drogerie her kommt sie eigentlich aus dem Verkauf und das kann schon, oder funktioniert schon recht gut. Und sie wird jetzt laufend im Laufe der nächsten Jahre einmal dazu vorbereitet. Und dann denke ich schon, dass sie sukzessive gewisse Sachen nachher abgeben kann. Ich werde sicher mein Bereich, wo ich auch meine Stärken habe, das ist im landwirtschaftlichen Anbau, dort noch weiter ausdehnen mit neuen Kulturen, mit neuen Systemen und so weiter. Das ist das, was mich natürlich persönlich fast am meisten fasziniert.
Und so geht's immer, habe ich immer noch genug zu tun in Zukunft. Und sonst habe ich dann noch einige Hobby. Bist du auch so ein bisschen froh, dass du jetzt einen Juniorpartner in der eigenen Familie hast? Hat sie ja gewisse Vorteile? Bringt sie in gewissen Bereichen gewisse Genauigkeit ein, wo du mal Zeit haben kannst dafür? Ja, es sind zwei Sachen natürlich. Auf der einen Seite, was ich habe lernen, da habe ich auf der einen Seite Zeit gehabt und auf der anderen Seite aber viel durch Versuch und Irrtum lernen. Und wir gehen jetzt zusammen dann noch ein bisschen in die Schule. Also das, vor allem es geht es um die Rosine, dass sie die gewissen Fehler, die ich machen musste, weil ich es nie richtig gelernt habe, eben nicht mehr passieren. Weil die Dimension des Betriebs ist momentan zu gross, dass man noch gröbere Fehler machen kann. Und auf der anderen Seite aber können natürlich von den jungen Leuten, und da bin ich überzeugt, können sehr viele neue Impulse. Wir haben uns ja zum Beispiel entschlossen, in diesem Betrieb eine sogenannte Junior-Geschäftsleitung einzuführen. Die besteht aus einem ehemaligen Lehrling, der ist 25-jährig heute und will eine Technikerschule machen. Der wird uns viel Impuls bringen in der Produktion, im Zusammenhang mit den ganzen Abläufen der Produktion. Und wir haben im Zusammenhang mit dem Neubau von einem Tiefkühllager hat unsere Bürofachfrau eine Logistikerausbildung gemacht. Die hat jetzt gerade abgeschlossen. Ich möchte ihr noch recht herzlich gratulieren. Und dann zusammen mit der Rosine gibt es die Junior-Geschäftsleitung, die selbstständig entscheiden kann und selbstständig gewisse Probleme aufgreifen kann. Und dann nachher zu uns die Senior-Geschäftsleitung kommen und bei uns antragen und sukzessive, vielleicht in einer späteren Phase sogar finanzielle Kompetenzen überkommt. Kannst du abgeben? Ich kann sehr gut abgeben, das ist überhaupt kein Problem. Also, ich freue mich sogar aufs Abgeben. Gibst du auf die problematischen Sachen ab oder auch schöne Sachen? Oder? Nein, ich habe im ganzen Leben so viele schöne Sachen gehabt, dass immer noch genug übrig bleibt für mich. Na, weißt du, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht in einer späteren Phase auch das Finanzielle können übernehmen. Also, hast du jetzt etwas, wo du noch denkst, ist jetzt, wäre es noch etwas früher, dann muss man sukzessive einsteigen. Absolut, die finanzielle Kompetenz ist natürlich eine der wichtigsten also im Betrieb. Den Durchblick zu haben über die Finanzen und auch die finanzielle Analyse machen, Kostenanalysen und so weiter oder Prozessoptimierungen, das liegt natürlich nach wie vor bei mir. Aber auch ich mache das nicht allein, jetzt schon nicht im Betrieb. Ich habe auch meine guten Leute im Betrieb und das ist für mich sehr, sehr wertvoll. Ich kann auch nicht darum so viele andere Sachen machen, weil ich gute Leute an der richtigen Position habe. Benni, meine letzte Frage. Vor ungefähr 20 Jahren am Kanal gestanden bist und dein Kontingent weiss nicht, von 60.000, 70.000 Liter abgehst, Kühe eigentlich dann nicht mehr gehabt hast. Nachher bist du eingestiegen in das Unternehmertum, hast viel, viel gearbeitet, wenig Freizeit gehabt. Hast du es bereut oder ist es wirklich Win-Situation für dich? Also es hat schon Zeiten gegeben, wo man gesagt hat, ist jetzt das richtig und so. Und ich habe ja eigentlich früher in der landwirtschaftlichen Schule noch Schule gegeben. Aber ich habe irgendwo gemerkt, das ist nicht meins. Ich will Unternehmer sein und ich will etwas bewegen. Und das ist so eine tolle, schöne Sache, wenn man so das kann bewegen kann, was wir jetzt hier bewegt haben im Ganzen, in der Region, im Rintel und überall. Oder wenn man zu Kunden gehen kann, mit Kunden neue Projekte aufgreifen. Also von dem Fall, das sind Erlebnisse, die ich muss sagen, nie und nimmer würde ich die missen im Leben. Hinter dir sieht man es so also schön, jetzt von den Zuschauerinnen und Zuschauern aus gesehen, sieht man links die mit der Ursula oder rechts dann eben auf dem Ross. Also du meinst, du könntest das wieder eher ein bisschen pflegen dann in Zukunft? Ja, es gibt sicher, was eher zu kurz kommt, ist noch ein bisschen abwarten, da bist du nicht sicher. was sicher zu kurz kommt, ist so ein bisschen das Reisen. Das ist bei uns sicher zu kurz gekommen. Aber ich habe auch noch jetzt angefangen, zum Beispiel noch segeln. Und so Sachen, also Reisen, Segeln, das wird in Zukunft ein bisschen mehr machen. Und Musik habe ich immer schon viel gemacht. Und dort wird es sicher eine Entwicklung noch geben. Vielleicht auch mit neuen Musikstilen zum Beispiel und so weiter. Also mir wird es nie langweilig, das glaube ich schon nicht. Ja.